Bullseye. Diese wird halbwegs gut, ne? Ja. Dann gucken wir nach Luna. Ach, und wir müssen massiv wegschmeißen. Geht das hier rein? Ja, perfekt. Sehr schön. Luna. Ivan. Ja, Ivan ist jetzt Luna. So ein Ding. Schreibt man hier mit R oder mit... Ohne. Mit ohne R. Hallo Luna. Was hat Luna? Eine verschottet, auch ein Verbändchen. Jawohl, dann haben wir zwei Tierchen mit Verbänden. Eine mit einer rasierten Stelle und zwei mit Verband. Super. Guck mal, ich habe jetzt sogar noch den Verband bereit liegen. So, ich muss einen neuen kaufen. Ich glaube, ich muss einen neuen Verband kaufen. Gott, wieso sitzt denn Artemis immer noch vor der Tür? Wartet auf Luna? Luna ist jetzt da. Ne, ich habe noch Verband. Warum schreist du so? Artemis, du musst ja immer sauber machen, ne? Ja. Oder mal auf Katzenklo gehen oder so. Oh Gott, einfach die ganze Schüssel leer getrunken. Ah, kann aber auch sein, dass die noch halb leer war von... Ja, ja, das Zeug war nicht voll. Deswegen. Bing, 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 bing. So, Luna, bist du laserpointed? Das ist... Nicht Luna? Sag mal. Ich wollte gar nicht mit dir spielen. Mensch. Ist okay. Du bist auch ein Feini. Ja. Du bist auch ein Feini. Ja. Oh, ich wollte mit Luna spielen. Mit dem kleinen Verband. Der kleine süße Verband. Vielleicht auch noch mehr. Was soll das? So, du kannst noch mehr essen und trinken, ne? Ist jetzt wieder voll. So, da vielleicht auch mal machen dann. Gucken wir mal, ob die Hundis auch genügend haben dann, wenn wir schon dabei sind. Dann füllen wir gleich mal überall auf. So, aber wen vermitteln wir als nächstes? Mochi, bevor er nochmal krank wird. Was ist voll? Futter ist voll. Ja, nice. Bist du Mochi? Ja. Guck mal, Mochi, heute machen wir ohne Fotostudio, ne? Du hast einen süßen Verband, du bist auch so süß. Ja, guck dir den Verband an. Oh Gott, das Bild ist super. Das Bild ist super, Mochi. Oh Gott. Das Bild ist super. Da. Nee, nicht Baumodus. Wieso gehe ich mal in Baumodus? Pass auf, jetzt zählt das wieder nicht, weil Mochi nicht auf dem Bild war. Na doch. Das macht ein bisschen doof. Dass er das nicht immer erkennt. So, lieb, gesellig, lustig, Kinder, aber muss Zeit haben. Also sollte schon irgendwas seine Eigenschaften erfüllen, ne? Im besten Fall. Hier, guck mal. Lieb und gesellig, mag Kinder. Wenn die jetzt noch Zeit hat, ist die schon fast super. Also dann ist die super eigentlich. Bitte habt Zeit.
Wäre zu schön gewesen, wa? Gesellig. Lieb, gesellig. Oh Gott. Bitte habt Zeit. Und am besten Kinder. Also Zeit wäre fast wichtiger, glaube ich. Aber beides wäre natürlich super. Hat Zeit? Hat Kinder? Ja, 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 ja. Barbara. Du hast einen Hund gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben unser Gewinnspiel für einen Hund gewonnen. Wo ist der Mochi? Das Sushi? Mochi, das war dein Taxi. Sag tschüss zu Sushi. Tschüss. Wuff, wuff. Hier läuft das Waschhaus aus. Tschüss, Mochi. Du musst deinen Verband noch irgendwann abmachen. Damn. Damn, girl. Sehr nice. So. Machen wir kurz das Ding sauber und dann machen wir direkt Sushi hinterher, oder? Weil wir können Mochi und Sushi eigentlich allein lassen. 100 Tiere wurde aus allen deinen Tierheimen adoptiert. Hä? Wie kommt der jetzt auf 100? Wie kam der letzte Mal auf 50? Wie kommt der diesmal auf 100? Hä? Wie zählt denn das? Oder das Einzige kann natürlich sein, dass das alle Gescouteten mitzählt oder sogar alle die Anfrage stellen. Das wäre so meine einzige Vermutung. Also dass auch alle zählen, die wir ablehnen quasi. Würde zwar keinen Sinn machen, aber das ist das Einzige, wie ich es mir erklären kann. Also entweder zählt das eigentlich nur diese, die, also alles mit, was von den Mitarbeitern gescoutet wird. Oder grundsätzlich gefühlt einfach alles. Du willst hier ein Foto machen? Das ist okay. Ja. Sushi. Hier bin ich. Guck mal. Oh Gott, wie sie geguckt hat. Sie hat auch geguckt. Ach, wir haben eine Mail, stimmt, von Mochi. Mal gucken, ob Mochi gut angekommen ist. Viel Leben in unser Haus. Schön zum Lachen. Sehr schön. Scan. So, Sushi. Möchte ein Zuhause für dich finden. Du hast keine Angst vor Lärm. Bist treu und leise. Hättest gerne Erwachsene ohne Kinder. Verständlich. Leise ist schon mal gut. Können wir mal angucken. Treu. Okay. Nee. Dieses Tier hat Angst vor lauten Geräuschen. Wie, das Tier von ihr soll Angst vor lauten Geräuschen haben? Hä? Muss ich nicht verstehen, oder? Gut, da gibt es Kinder im Haus. Und, da nicht. Ja, treu. Okay. Wäre eine Option. Leise und treu. Wenn die jetzt keine, auch Erwachsene ohne Kinder hat, dann ist natürlich super. Leise. Ah. Nicole, you got it. Das ist nämlich zufälligerweise die Nachbarin, der Besitzer von Mochi, also der neuen Besitzer von Mochi. Das heißt, Mochi und Sushi sind jetzt Nachbarn. Deswegen ist das super. Sushi? Du kriegst ein neues Zuhause, du bist jetzt gleich Nachbar mit Mochi. Ja. Das ist super, ich weiß. Das ist super.
Sag Mochi schöne Grüße, ja? Und mach dein Pflaster irgendwann ab. Tschüss. Tschüssi. Damn. Damn, girl. Haben die 3K geknackt. Wenn wir uns jetzt 2 neue Hunde holen und dann alle Tiere vermitteln, haben wir die neue Reputationsstufe. Mehr, mich sehr glücklich macht. 586 Dollar. Sehr schön. Huch, nicht im Baumodus, Mann. So, haben wir noch so einen Doppelnamen für Hundes? Fehlt nicht ein Blümchen? Oh Gott, Gustav. Muffin? Oh, Muffin ist auch süß, ne? Muffin. Wer hieß denn Muffin? Ja, halt so ein Namen für 2 Hundis. Also, see what you did there. Okay, dann fangen wir mit Blümchen an. Blümchen ist ein bisschen Daubti, guckt der. Die das. Also Pfeffer. Ja, das hab ich schon verstanden. Alles gut. So. Pfeffer. Komm her. Was fehlt dir? Cosmo und Wanda wäre auch was. Tatsächlich, ja. Eine Wunde, natürlich. Wir rasieren den Hund. Gar kein Ding. Machen wir sofort. Tier rasieren ist gar kein Ding. Nichts lieber als das. Sieht man bei dem gar nicht so, ne? Bei dem Fell, da ist schon ein helles Fell. Atme mal weniger. Ziemlich schwierig, da am Pflaster zu ziehen. So, die geht's gut. Sehr schön. Cosmo und Wanda können wir uns das nächste Mal dann merken. Vielleicht, wenn es noch ein nächstes Mal gibt. Ist hier noch alles super? Ja, hier ist auch alles gut. Sehr schön. Ja, du darfst erstmal essen und trinken. Das ist wichtig. Gönn dir. Gar kein Stress. Ja. So. Ein bisschen Wasser. Machen wir nicht alles leer, ne? Nicht, dass du die Haare vom Kopf frisst. So, möchtest du nicht spielen? Doch, eigentlich schon, ne? Hallo? Na gut, dann später. Dann gucken wir erstmal nach Salz. Natürlich, was jetzt noch fehlt von Name. Ich war mir nicht sicher, ob wir Salz oder Pfeffer haben. Susu. Gaia. Nee, ich will das aufnehmen. So. Gaia ist Salz. Abfahrt. So, was hast du? Auch eine Wunde, natürlich. Wir haben jetzt alle nur noch Wunden. Naja, dann rasieren wir wieder, wa? Zum Glück habe ich mehrere Pflaster gekauft gehabt. Könnte ich den Rasierer auch in der Schnellauswahl lassen, ne? Zeig wie es. So, ein Pflasterchen. Bitteschön. So, geht's wieder super? Jawohl, sehr schön.
So, das ist dein neues Zuhause. Ist der andere mal wach? Hallo. Yeet. Yeet. Los. Hygiene. Müssen wir wahrscheinlich beide mal sauber machen, ne? Ja. Ja. Katzen sind ein bisschen unkomplizierter, ne? Wobei, die sind halt einfach schmutzig dann. Also, weiß nicht, irgendwie machen die sich ja nicht so doll sauber hier. Ja, ein Feini. Ein Feini bist du, ja. Hast du jetzt einen Ball geklaut? Nee. Guck mal. Salz bist du auch. Komm. Yeet. Wo ist der Ball? Da ist der Ball, sehr schön. Und noch ein Yeet. Wäre echt cool, wenn man die rauswerfen kann. Und muss die rausjumpen oder so. Weiß ich nicht. Ja, wär voll sinnvoll. Glaub mal. Oder der landet so bei jedem 10 Mal landet er auf dem Dach. Dann hättest du wenigstens einen Grund, einfach mehrere zu kaufen. Also gibt es ja eigentlich keinen Grund, da irgendwie 10 Stück zu kaufen oder so. Der eine tut's ja auch. So, wir gehen dich jetzt waschen. Du bist nämlich ein kleiner Schmutzfink. Oh Gott, jetzt ist Artemis krank. Oh Gott. Wir müssen kurz Pfeffer waschen. Was hat denn Artemis jetzt schon wieder? Wieso sind die Tiere jetzt alle krank? Oh Gott. Das sieht aus, als würde er bluten einfach. Oder so. So, besser. Weg. So, du bist wieder ein sauberer. Ein sauberer Huni. Dann setzen wir dich zurück und dann gucken wir, was Artemis jetzt schon wieder hat. So. Warum ist Artemis krank? Artemis, was hast du? Nix. Du bist dreckig. Ah, okay. Da versuchen wir doch mal mit der Bürste, ha? Huh? Warte mal, ich hole mal die Bürste aus dem Hundehaus. Das benutzen wir eigentlich sowieso nicht. Hab ich doch auch eine Bürste, oder? Vielleicht geht das aber bei den Katzis trotzdem. Kann man sogar bürsten. Ja. So, bist du jetzt ein kleiner Sauberer? Ja, guck mal an. Ja, dann machen wir das bei Luna auch mal, oder? Ich dachte die ganze Zeit, ich weiß nicht, ob ich. Vielleicht habe ich erst mal was falsch gemacht. Ja gut, dann lassen wir hier eine Bürste liegen. Wenn das funktioniert, ist natürlich super. Muss auch essen, ne? Ist voll, glaube ich. Wieso hast du denn gelolot? Was soll das? Wir mögen auch nicht jedes Katzenklo, ne? Doch, das wurde verwendet sogar. Dann finde ich das noch verwunderlicher. Hä? Okay, das mit den Katzenklos verstehe ich manchmal nicht.
Das versteht er manchmal gar nicht. Aber okay. Das ist sauber. Okay. Okay. Wir haben eine Mail. Haben wir Geld bekommen? Okay, wir haben Pfeffer. Können wir gleich mal Salz noch waschen? Und dann können wir gucken, vermitteln wir das erst die Hunde wieder oder erstmal die Katzen? Oha, wir haben Geldmittel erhalten. 3843. Let's go. Wir sind einfach reich, wenn wir die nächste Reputationsstufe haben. Und dann kostet wahrscheinlich irgendein Ding 20.000 Dollar. Und dann sind wir wieder arm. Salzi. Du bist Salz, oder? Nee. Doch, du bist Salz, aber dich haben wir gerade gewaschen, ne? Wir haben Salz erst gewaschen. Aber ist Pfeffer doch schon länger da. Pfeffer, wir waschen jetzt dich. Komm. Let's go. Ist hier irgendein Stinky? Ich glaube, der hat da hingelulut. Naja, machen wir gleich sauber. Machen wir gleich sauber. Erstmal den Hund sauber machen. Erstmal den Hund sauber machen. Bitte, du gehst da rein. So, ein Shampoo. Ein Scrub Scrub. So, dann ein Abspritzi. Falsch. Und ein Föhn. Einfach der Silver Surfer gewesen. Einfach so glänzend Silber gewesen. Sieht aus, wenn es nass ist. Ein Bad in unter einer Minute? Oha. Ich habe gerade ein Achievement bekommen, weil ich den gespeedbadet habe anscheinend. Wieso gibt es eigentlich Handtücher? Ich glaube, es ist nur Deko, ne? Ich habe noch nie ein Handtuch benutzt. Ich glaube, die sind nur Deko. Du bist... hier, oder? Ich glaube. Ist auch egal. Ihr findet euch schon zurecht. So. Ja, da wird einer hingelulut. Aber das ist okay. Hat hier irgendwo einer hingelulut? Nein. Eine Kacke gemacht? Sehen wir irgendwo fliegen oder so? Nee. Ach, guck mal, hier sind auch zwei Trash-Dinger ineinander. Okay, dann ist das wirklich durch so verschieben irgendwie. Doch, da ist ein Kacke. Da ist ein Kacke. Bellt er die Katzen an? Oder bellen die einfach nur so? Bin mir nicht sicher. Bin mir nicht sicher. So. Artemis, was sagst du? It's time? Is it time? Sag mal hallo. Sag hallo. Ein Feini. Du bist ein Feini. Ein Feini, der ein bisschen oft krank ist, aber das ist okay. Aber das ist okay. So. Artemis. Wir finden dir jetzt ein schickes Zuhause. Du hast Angst vor Lärm, bist aber gesellig, aber misstrauisch. Kinder und wären gut und... ein Mensch, der viel Zeit hat. Okay. Angst vor lauten Geräuschen, gesellig und misstrauisch. Also wahrscheinlich vor allem gesellig. Misstrauisch und Angst vor lauten Geräuschen. Weiß ich nicht, ob das in den positiven Dingern auftauchen wird. Also in den gewollten Dingern, sag ich mal. Gesellig. Ja. Hat Angst vor lauten Geräuschen, das ist schlecht. Mag Kinder? Ja, schon, aber... ne? Nope. Leise. Guck mal da. Gesellig. Guck mal, Angst vor... das ist doch super eigentlich. Wenn die jetzt Kinder oder Zeit hat, ist das eigentlich schon super. Ich glaube, besser wird es nicht tatsächlich.
Bitte hab einfach Kinder und Zeit. Keine Zeit, hat aber Kinder. Dann haben wir die Kinder eigentlich Zeit, oder? Komm. Ich glaube, besser wird es halt nicht. Weil der leider bei den Eigenschaften halt ein bisschen suboptimal ist. Aber deshalb mag die den trotzdem. Artemis? Wir haben da wen gefunden. Du bist nicht Artemis. Du bist Artemis. Ja, geh erst nochmal ein KG machen. Ich warte so lang. Hast du jetzt gar nicht reingemacht? Doch, hast du schon, ne? Ja. So, ein Feini. Nochmal ein Kaki gemacht. Ins Kassenklo. So, Artemis. Sei brav, ja. Sei genauso stubenrein, bitte. Auch bei der neuen Besitzerin. Nicht, dass wir eine böse E-Mail bekommen. Tschüss. Ich werde einfach voll über den Bordstein, ne? Aber voll drüber damit. Ist geil. Ja, das ist okay. Das ist doch okay. So. Guck mal kurz die Mail an. Sollen wir noch das Katzenklo so sauber machen? Bringt viel Leben in unser Haus. Sehr schön. Das freut uns. Was wird? So, Katzenklo wollte ich sauber machen. So, Luna, was sagst du? Guck mal, ob wir Nachbarn werden, weil Artemis. Oh Gott, die Öhrchen. Guck dich die Öhrchen ein, an, einfach voll die mega Schlappöhrchen. Also nicht Schlappöhrchen, aber voll die mega Öhrchen. Ja, voll die mega Öhrchen. Aber das sind so Hamsteröhrchen, so runde. Große. Da gibt es doch diese Wildkatzen, glaube ich, ne? Die haben so ähnliche Öhrchen. Meine ich. Die sind alle süß. Ich verstehe die Frage nicht. hat Angst vor Lärm. Ein Schnellesser. Da hat man noch gar nicht, glaube ich, oder? Und neugierig. Keine Kinder auf jeden Fall. Ein wahrer Champion im Schnellessen. Neugierig, ja. Aber vielleicht geht da noch mehr. Gucken wir mal, was die Emily Friedrich hat. Schnellesser, aber nicht neu. Wie kann man denn einen Schnellesser wollen, aber nicht neugierig, hä? Hä? Macht ja gar keinen Sinn. Soll schnell essen, aber bitte nicht neugierig sein. Guck mal. Wenn der jetzt keine Kinder hat. Easy. Easy. Lebt alleine? Hat Zeit? Hat Katzen im Haus? Sehr schön. Das ist super. Das ist super. Luna, wir haben da was Perfektes gefunden. Kann ich von außen grabben? Nee. Nee. Komm mit, Luna. Ja. Du bist ja noch nicht zu Hause. Doing, 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 doing. So. Luna, denk an deinen Verband, ne? Den Ball abmachen. Und ansonsten schön brav sein, ja? Sehr schön. Sehr, sehr nice.